Der FC Bayern München verpflichtet das spanische Megatalent Brian Zaragoza vom FC Granada. Alle Details zu diesem Transfer hier im Video. Zudem gibt es Probleme bei der Vertragsverlängerung von Alphonso Davies. Was da das große Problem ist und wie weit die Parteien da vielleicht auseinanderliegen und warum Real Madrid eine Kernrolle in diesen Verhandlungen spielt, dazu auch mehr hier. Und als Letztes schauen wir uns den Zeitplan an bei Max Eberl. Denn die Bayern, sie tun ja jetzt schon die ersten Transfers eintüten. Hat schon Max Eberl etwas damit zu tun? Wie plant man mit dem neuen Bayern-Boss? Alles dazu und mehr hier im Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf dem Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aber damit gehen wir zurück zum ersten Thema und das soll Brian Zaragoza sein. Er ist der neue Spieler des FC Bayern Münchens. Die Bayern haben ihn per Ausstiegsklausel nun fest verpflichtet. Das wird unter anderem von Fabrizio Romano berichtet, aber auch von Sky Sport hier in Deutschland bestätigt. Aber was ist Brian Zaragoza überhaupt für ein Spieler? Der Transfer kommt auf jeden Fall sehr, sehr überraschend und jetzt kommen alle Details so langsam ans Licht. Brian Zaragoza, es soll wohl der erste Transfer sein, der komplett auf die Kappe von Christoph Freund geht. Man hat hier dem Sportdirektor wohl mal freie Hand gelassen und er hat diesen Transfer klar gemacht. Zunächst wurde berichtet, man hat die Ausstiegsklausel gezahlt, das wären 14 Millionen Euro gewesen. Aber die Bayern haben diese gar nicht gezogen, nein, sie haben quasi 1 Million über der Ausstiegsklausel, nämlich 15 Millionen Euro an Granada bezahlt, um diesen Transfer klar zu machen. Denn es ist wohl so, dass unter anderem auch RB Leipzig den spanischen Flügelflitzer haben wollte. Und jetzt haben die Bayern den Transfer wohl fix gemacht. Offiziell wird er dann zum 1.1. ein Spieler des FC Bayern Münchens, aber wird direkt wieder bis Saisonende an den FC Granada, an seinen jetzigen Club verliehen. Was gibt es zu Brian Zaragoza zu sagen? Er ist 22 Jahre alt, ein echtes Talent, ein Flügelflitzer, kommt aktuell in der La Liga an 14 Spielen auf 5 Tore, 2 Assists, also 7 Scorerpunkte in 14 Spielen. Das ist, denke ich, für einen 22-Jährigen sehr in Ordnung. Gerade auch, wenn man sich überlegt, dass er bei Granada spielt, die sind aktuell Zweitletzter in der Liga. Sie haben gerade mal einen einzigen Sieg. Und dann merkt man schon, okay, wenn der bei den 19 Saisontouren schon viel gemacht hat und 2 aufgelegt hat, dann ist er hier schon maßgeblich an den wenigen Punkten, die Granada hat, mit beteiligt. Er ist tatsächlich auch relativ vielseitig einsetzbar. Hauptsächlich spielt er eigentlich auf dem linken Flügel, kann aber auch rechts außen spielen, kann aber auch im zentralen offensiven Mittelfeld spielen. Er hat bereits ein erstes Spiel für Spanien absolviert, also er ist auch spanischer Nationalspieler. Und er war halt auch bei diversen Topclubs auf dem Zettel. Den Zuschlag hat jetzt aber hier der FC Bayern München erhalten. Und es ist, denke ich, genau richtig, wie man es gemacht hat, dass man ihn direkt nochmal an Granada verleiht. Und ich sage euch ganz ehrlich, das könnte tatsächlich damit auch so ein bisschen das Aus für Serge Gnabry bei den Bayern bedeuten. Denn wenn er dann im nächsten Sommer kommt und vielleicht noch eine wichtigere Rolle als Gnabry spielt, könnte ich mir gut vorstellen, dass Serge Gnabry hier vielleicht den Club sogar verlässt. Also zumindest ist dann jetzt noch mehr Konkurrenz auf den Flügeln. Er ist aktuell hinter Mathis Tell auf Rang 4. Wenn er auf Rang 5 abrutscht, das wird Serge Gnabry nicht mitmachen. Das werden die Bayern auch nicht mitmachen. Dann würde er vermutlich den Verein verlassen müssen. Wie gesagt, man hat jetzt hier einen sehr, sehr heißes Talent verpflichtet. Ob sich diese Verpflichtung dann auszahlt, das wird sich zeigen. Er hat einen Marktwertstand Oktober diesen Jahres von 8 Millionen Euro, ist aber auch erst jetzt so richtig in diesem Sommer durchgestartet. Er hat jetzt bis 2022 in der zweiten Mannschaft von Granada gespielt und ist dann in die erste hochgerückt und sein Marktwert, der ist quasi von Juli diesen Jahres von 1,5 Millionen Euro auf 8 Millionen Euro hochgeschossen. Also, dass der noch ein bisschen steigt, das wage ich mal auf jeden Fall mal hier mal in den Raum zu stellen. Von daher ein sehr, sehr guter Transfer. Wie gesagt, der komplett auf die Kappe von Christoph Freund geht. So zumindest wird es aktuell berichtet. Was sagt ihr zu diesem Transfer? Gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann gucken wir doch mal direkt rüber zum FC Bayern München in den Kader. Alphonso Davies, er hat nur noch einen Vertrag bis Sommer 2025. Das bedeutet, es geht jetzt natürlich um eine Verlängerung, denn sollte sich Alphonso Davies, wie es bislang so aussieht, gegen eine Verlängerung beim FC Bayern München entscheiden, dann müsste man ihn verkaufen, denn man möchte ihn nicht ablösefrei in 2025 verlieren. Das große Problem bei Alphonso Davies ist, was jetzt besteht, es ist wohl die Kernfrage des Gehaltes. Denn Alphonso Davies, er will zu den absoluten Topverdienern aufsteigen beim FC Bayern München. Denn er gehört eben auch zu den absoluten Stammspielern. Wie die Sportbild berichtet, hätte man unter seinem
Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidžić den Vertrag damals auf 12 Millionen Euro pro Jahr erhöht. Das ist eine Summe, die ist jetzt aber schon wieder nicht mehr in. Nein, jetzt sind wir mittlerweile bei mehr als 15 Millionen Euro, die Leroy Sané fordert, denn das bekommen unter anderem auch Spieler wie Leon Goretzka, Leroy Sané, Kingsley Coman, alle verdienen ungefähr in diesem Preissegment und da sieht sich Alphonso Davies eben auch, gerade auch, weil er jetzt relativ lange weniger verdient hat als alle anderen, weil er halt noch seinen ersten Vertrag hatte, den er damals bekommen hat, eigentlich im Endeffekt vor seinem Durchbruch zum absoluten Weltstar. Er fordert jetzt halt eben ein extrem hohes Gehalt und das ist auf jeden Fall von der Davies-Seite eine Voraussetzung, dass man überhaupt an eine Verlängerung des bis 2025 laufenden Vertrages denken kann. Die Bayern, sie möchten ihn natürlich sehr, sehr gerne halten, sollten dich aber die Gespräche weiter schwierig gestalten, sollte man da nicht entgegenkommen und vielleicht man sich irgendwie irgendwo treffen beim Gehalt, dann kann es tatsächlich so weit werden, dass eben Alphonso Davies ein Verkaufskandidat wird und die Zeit spielt eben auch für den Spieler. Das muss man leider bei solchen Verhandlungen immer sagen. Er ist ein internationaler Topstar, unter anderem Real Madrid, sie sind richtig heiß auf Davies und das weiß auch Davies Berater, das weiß auch der FC Bayern München und genau deswegen kann er hier auf Zeit spielen und dann kriegt er seinen Vertrag schon irgendwann verlängert. So, zumindest würde ich mal das ganze Thema deuten. Und sollte man den Vertrag nicht zu den Konditionen, die er haben will, verlängern, dann verlässt er eben den Verein und wechselt zu Real Madrid. Das wäre vermutlich auch für den Spieler gar nicht so das Riesenproblem. Wie seht ihr es? Sollte man Alphonso Davies dieselben Zahlen zahlen wie den anderen Spielern, die ich eben genannt hatte, Sané, Coman, Goretzka? Ja, eigentlich sind die ja genauso wie er gesetzte Stammspieler. Aber würdet ihr sagen, Davies hat sich dieses Geld auch verdient? Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Thema. Der Zeitplan für Max Eberl, er ist jetzt wohl bekannt. Max Eberl soll der neue Sportvorstand des FC Bayern Münchens werden und das im kommenden Frühjahr. Nach Informationen der Sportbild gibt es einen konkreten Zeitplan. Der Eberl-Deal soll wohl im Februar verkündet werden. Man möchte quasi die komplette Wintertransferperiode nochmal mit dem Team Christoph Freund und Thomas Tuchel absolvieren. Danach soll Max Eberl mit an Bord geholt werden. Dann hat er quasi sogar eine ganze halbe Saison Zeit, sich auf die nächste Transferperiode vorzubereiten. Die nächste Aufsichtsratssitzung des FC Bayern München, sie ist am 26. Februar. Dort soll dann das finale Go für Eberl gegeben werden und dann soll der Deal zeitnah verkündet werden. Die Personalie Eberl ist eine sehr, sehr heiße Personalie. Er war ja bei RB Leipzig, hat dort auch noch Vertrag bis 2025. Die Bayern müssen ihn also herauskaufen. 5 Millionen Euro muss man da an die Sachsen zahlen. Das soll aber nicht so das Problem sein, denn er ist halt eben ein absoluter Fußballfachmann. Er ist der absolute Wunschkandidat von Uli Hoeneß. Und wenn du halt eben der Wunschkandidat von Uli Hoeneß bist, dann wirst du in der Regel auch kommen. Er hat seinen Lebensmittelpunkt in Bayern, er hat Bayern Vergangenheit. Deswegen meiner Meinung nach passt das alles schon. Klar, er wird von vielen Fans sehr, sehr kritisch gesehen, sein Engagement damals bei Leipzig und auch wie das Ganze, seine Trennung von seinem vorherigen Club von Borussia Mönchengladbach abgelaufen ist. Das war alles nicht ganz so sauber, hat sich zumindest nicht so sauber angefühlt. Der hat ja dort aufgehört wegen, ja, es war jetzt nicht ganz klar, aber wegen, es ging auf jeden Fall in Richtung psychische Probleme. Und ein halbes Jahr oder Jahr später war er dann schon bei Leipzig und ja, das war dann alles etwas schwierig. Dort hat es nie so richtig für ihn gepasst. Und er hat wohl auch viel Zeit in München verbracht, nicht bei den Bayern, sondern bei seiner Lebensgefährtin. Und das soll wohl auch so ein Thema bei Leipzig gewesen sein, dass das einfach nicht gepasst hat. Und da hat man sich dann auf jeden Fall vorzeitig getrennt, beziehungsweise den Manager suspendiert. Ich bin sehr gespannt, wie Max Eberl dann das Ruder bei den Bayern übernehmen wird, wie er auch mit Christoph Freund und Thomas Tuchel klarkommen wird. Gerade mit Tuchel muss man vermutlich erstmal klarkommen. Eure Meinung dazu wie immer gerne in die Kommentare. Das wäre es für heute. Bis dahin, Leute. Ciao.